Kaffee. Ein Kaffeemensch. Erster Kaffee früh nach dem Aufstehen. Und dann so über den Tag verteilt. Es ist ungewohnt, jemanden im Auto sitzen zu haben. Nur mit dem Job hier, das hat sich eigentlich durch Zufall ergeben. Aus einer Zeitungsannonce raus. Ich bin 15 Jahre Möbel gefahren, ja. Ah. Das ist natürlich jetzt etwas einfacher, weil die Möbel musst du aufs Auto drauf tragen. Die Schweine laufen alleine hoch. Nee, ich bin der Meinung, dass der Transport den Tieren nicht schadet, weil das. Die haben genügend Platz, die sind im Normalfall nicht mal gestresst. Weil man hat ja gesehen beim Aufladen, das läuft alles locker und easy ab. Und im Normalfall, wenn du auf dem Schlachthof ankommst, liegen die alle. Gerade wenn jetzt je länger die Strecke ist, desto mehr fahren die runter und dann liegen die komplett breit im LKW. Und dann passt das schon. Also Stress haben die damit, ich glaube nicht.